Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda mit Majora's Mask 3D. Wir gehen zurück in den Uhrturm und sprechen mit dem Maskenhändler. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh, 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 du hast sie, du hast sie, du hast sie. Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präge es dir gut ein. Du hast das Lied der Befreiung gespielt. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und befreit unruhige Geister, indem sie ihr Leid in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut, zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du die Dekuform. Nimm die Maske wieder ab, um dich wieder zurück zu verwandeln. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Wenn du sie aufsetzt, kannst du in den Körper eines Deku schlüpfen. Nimm sie ab, um dich wieder zurück zu verwandeln. Berühre den Button auf dem Touchscreen, um den Maskenbildschirm zu öffnen und platziere sie rechts auf einen der anderen Knöpfe. Drücke X oder Y bzw. berühre die entsprechende Schaltfläche, um die Maske aufzusetzen. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Sag bloß, meine Maske, du hast sie zurückbekommen. Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske. Ihr haftet ein Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß, dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnt. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie sich das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich? Wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Oh, noch etwas. Während du weg warst, habe ich das hier gefunden. Das ist anscheinend eines der Notizbücher, wie sie die Kinder dieser Stadt benutzen. Ob der Kobold es verloren hat? Ich habe keine Verwendung dafür, also bitte nimm du es. Hier, ich bestehe darauf.
Du hast das Notizbuch der Bomber erhalten. In diesem Buch werden zu lösende Fälle und die Tagespläne der Personen verzeichnet. Drücke Start, um es zu öffnen. Ah, endlich. Das ist sehr, sehr nützlich. Da sehen wir auch schon die beiden Questreihen, die wir auch erledigt haben, oder zumindest eine davon. Der Code der Bomber. Die dir bekannten Fälle wurden im Notizbuch vermerkt. Von jetzt an werden alle Fälle und die Zeitpläne der Leute automatisch eingetragen. So verlierst du nicht die Übersicht. Also dann, bitte vergiss nicht die Sache mit meiner Maske. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Holy moly, wir sind wieder als Mensch unterwegs. Erstmal gegen die Tür rollen. Oh, nice. Diese Maske. Das Horrorkind missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte uns Tael damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort gefangen sind? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Oh, wir können uns umgucken als Mensch. Leute, Leute, Leute. Oh, schau mal, der Hund greift uns auch nicht mehr an. Der ist eigentlich ganz süß. Jo, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, als erstes gehen wir mal zurück zur großen Fee, denn die wollte uns als Mensch ja nochmal wiedersehen. Ansonsten... Ach, stimmt, wo ich gerade die Bank sehe. Das ist voll ärgerlich, dass ich meine Rubine nicht abgegeben habe. Denn wenn man die Zeit zurückdreht, dann verliert man halt alle seine Rubine. Und ich habe jetzt halt ja vorhin irgendwie schon 50 gehabt. Und die habe ich jetzt logischerweise verloren. Ja, das ist vielleicht doch das Nächste, was wir machen. Also, nach der Göttin werden wir mal versuchen, 200 Rubine einzuzahlen in die Bank. Dann kriegen wir nämlich schon eine größere Geldbörse. Und das ist schon sehr, sehr nützlich. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Ja, dann können wir auch ein bisschen einkaufen gehen vielleicht. Aber wo wir gerade hier sind? Moment. Da war doch oben ein Herzteil, oder nicht? Genau. Ich glaube, da können wir schon hinjumpen. Na, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sehr schön. Du hast dein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Juhu! Jetzt aber wirklich auf zur Göttin. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hinten hinter den Zaun komme. Hab ich irgendwie vergessen. Naja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es rausfinden, ist relativ groß. Also, keine Sorge. Junger Freund, bitte erhöre mein Flehen. Das Horrorkit hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verirrte Fee, die irgendwo in dieser Stadt weilt. Bring sie zu dieser Feenquelle. Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Das passiert hier aber relativ häufig. Muss man ja einfach mal sagen. Aber wir können natürlich auch mal in dieses Notizbuch reingucken. Also seht ihr, hier haben wir offene Fälle, gelöste Fälle. Joa. Dann gibt es noch mehrere Kategorien. Da kann man sich den Zeitplan noch anschauen. Und da sieht man dann die einzelnen Personen und was die zu welcher Zeit machen. Also 1, 2, 3 ist der erste, der zweite und der dritte Tag. Joa. Dann kann man sich noch einen Wecker stellen. Aber das machen wir jetzt nicht. Joa. Und es gibt halt immer so kleine Informationen dazu. Achso, Moment, da muss ich euch den unteren Bildschirm mal einblenden. Also da sieht man hier zum Beispiel, du hast jetzt von Ost-Unruhstadt aus Zugang zum Versteck der Bomber. Boah, genau. Zack. Ah, da können wir auch nochmal reingehen. Ja, wir haben schon noch genug zu tun, keine Sorge. Also langweilen werden wir uns hier nicht. Ich glaube, wir kommen doch jetzt auch direkt bei dem Versteck vorbei, ne? Dann gehen wir da noch einmal ganz kurz rein. Also den Code habe ich mir selbstverständlich gemerkt vom letzten Mal. Ist ja nicht ganz so schwer. Und zwar... Oh Gott. Aus Versehen A-Button gespammt.
1, 2, 5, 3, 4. Genau, und wir gehen einfach nochmal da durch. Wir machen genau dasselbe, was wir auch als Deko-Link gemacht haben. Also wir gucken uns Horror-Kit an. Und dann besorgen wir uns noch so eine Träne. Hallöchen! Sehr schön! Ach, die Skulltulas. Oder Skulltulas. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Wahrscheinlich Skulltulas, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich finde Skulltulas irgendwie besser. Klingt sehr, sehr eingedeutscht, aber naja. Ach, da komme ich gar nicht. Ach, jetzt weiß ich auch, warum man den Ballon kaputt machen muss. Das letzte Mal habe ich noch gerätselt, warum der Ballon hier überhaupt ist. Der blockiert die Leiter, das wusste ich nicht. Na gut, dann besorgen wir uns mal eine Maske. Was heißt eine Maske? Wir haben ja nur eine. Diese Dekomaske und die setzen wir auf. Übrigens eine relativ verstörende Animation, wie ich finde. Zack, dann können wir sie auch wieder runternehmen. Tada! Sehr schön. So. Ah, und schon sind wir wieder im Observatorium. Da gibt es natürlich wieder Fettrubine. Hallöchen! Wir kennen uns noch nicht. Also schon, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Dich habe ich zuvor noch nie gesehen. Bist du ein neuer Freund der Bomber? Ich sage ja immer, es ist wichtig, Interesse für etwas aufzubringen, solange man jung ist. Ich erlaube dir, dieses Teleskop zu benutzen, um dich umzusehen. Versuch's doch mal. Ja, vielen Dank. Da haben wir auch wieder die Träne. Und wie war es? Hast du etwas Interessantes entdeckt? Ja. Die sollten wir auf jeden Fall schon mal im Inventar haben. So, du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Ich glaube, mehr können wir hier auch gar nicht machen. Die Töpfe wohl wieder da? Oh, die sind sogar wieder da. Das ist eigentlich eine ganz gute Geldquelle hier. Gar nicht mal so schlecht. Ja, wobei, ich müsste immer wieder das Gebäude betreten und verlassen, also vielleicht doch eher mittelmäßig. Aber ja, wir brauchen Asche, 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 Asche. Zumindest am Anfang. Man braucht jetzt nicht so viel Geld wie zum Beispiel bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Also ganz so extrem krass artet das jetzt nicht aus, aber es ist schon ganz wichtig, dass man zumindest erst einmal die große Geldbörse hat und dann braucht man ja doch durchaus auch den ein oder anderen Rubin. Wenigstens gibt es hier eine Bank. Okay. Tja, dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um, ne? Wir könnten jetzt theoretisch, glaube ich, auch Minispiele machen. Zumindest so ein paar. Aber will ich jetzt gerade gar nicht. So. Die andere Fee sollte sich irgendwo hier unten verstecken. Und ich glaube, da brauchen wir dann auch tatsächlich direkt wieder Deko-Link. Oh, hallo Mr. Frogo. Jo, da vorne ist die kleine Fee. Jo. Ah!
Tada! Bitte erhöre mein Flehen. Das Horrorkit hat meinen Körper zerschmettert und in die Einzelteile in alle Winde verstreut. Bitte bring mich zur Feenquelle in Nordunruhstadt. Ja, ja. Ist verständlich. Ist halt prinzipiell auch egal, ob wir jetzt hier als Deko-Link oder als regulärer Link rumlaufen. Du-du-du-du-du-du. Jo. Hier wollten wir hin. Ah, wobei, ich gehe doch als normaler Link weiter, glaube ich. Sehr schön. Taya und du, junger Freund, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Oh, junger Freund, 4 Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, die einst eine große Fee wie ich waren. Ich bitte dich, finde diese Feen und bringe sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Du hast die Feenmaske erhalten. Verirrte Feen werden von ihr angezogen. Beginnt das Haar der Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verirrte Fee in der Nähe. Die große Fee in Unruhstadt. Erledigt. Du hast die große Fee der Magie gerettet. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Besuche mich jederzeit, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Jo, Leute, und damit haben wir schon unsere zweite Maske. Ehrlicherweise eine der etwas hässlicheren Masken des Spiels. Also die sieht jetzt nicht ganz so spektakulär aus. Ja, können wir einfach mal ausrüsten. Zack. Ja, wie schon gesagt, nicht ganz so schön. Aber allgemein, also dieses Feature, Masken zu sammeln, oder Masken sammeln zu können, das ist schon extrem cool. Also es macht schon echt Bock ohne Ende. Das könnt ihr mir glauben. Ja, wir können ja einfach mal hier rauslatschen. Stehen geblieben. Hast du etwas in den Bergen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht Ein Schwert? Oh, ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Diese Straße führt zum Pic Hibernia. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja, wir wollen da eigentlich gar nicht hin. Wir wollen uns wirklich nur in den Ebenen von Termina umschauen. Ja, wir werden jetzt auch gar nicht extrem weit laufen, sondern wir versuchen jetzt wirklich mal diese 200 Rubine zusammenzubekommen. Sollte jetzt eigentlich nicht ganz so schwer sein. Ah, vielleicht nehme ich diese Maske doch mal wieder ab. Flupp. Ich meine, so ganz extrem viel können wir hier auch noch nicht machen, weil wir halt noch nicht viele Ausrüstungsgegenstände haben. Die kleinen Schleimviecher hier, die kann man besiegen und dann kriegt man entweder Herzchen oder so kleine Magiefläschchen. Tja, ich weiß gar nicht, wo man hier gut Rubine farmen kann, muss ich ehrlich zugeben. Also das Beste, was mir jetzt einfällt, ist halt einfach hier wirklich rumzulaufen, Gegner zu besiegen und tja, vielleicht ein paar Büsche zu häckseln noch. Au, oh, ich glaube, die können wir auch besiegen. Müssen wir mal von hinten angreifen. Naja, genau, die muss man von hinten angreifen.
Die drehen sich halt immer einmal um. Dann machen die so eine Feuerattacke. Oh, das war's schon. Holy moly. Und dort ist er. Ich dachte, der würde noch mehrere spawnen oder da würden noch mehr kommen. Aber egal. Boah, so viel zum Thema mehrere. Alter Schwede, jetzt sind gleich zwei hier unten. Ich glaube, die kriegen wir aber auch besiegt. Wir warten halt, bis er sich umdreht. Oh, was? Ich habe nur noch ein Herzchen. Alter Schwede, vielleicht ist mir das sogar zu risky. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Ich glaube, das ist mir zu riskant, gegen die zu kämpfen. Also sterben möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Wird natürlich während des Let's Plays auch des Öfteren mal vorkommen, aber... naja. Jo! Was haben wir denn hier? Noch ein Loch, wo wir reinfallen können? Vielleicht gibt es hier ja irgendwo Herzchen. Nein! Leider nicht. Aber eine schöne Höhle mit schönen Steinchen. Ich fühle mich, als würde dieses Auge mit seinem Blick mein Herz durchbohren. Tja. Leider können wir hier aktuell anscheinend nichts machen. Dieses Herzchengepinge geht mir jetzt natürlich ein bisschen auf den Geist. Kann ich hier irgendwo vielleicht meine Herzchen auffüllen? Ah, schaut mal da vorne. Oh. Der hat mich auch noch getroffen. Und eine Fee. Leute, was für ein Glück. Da werden wir geheilt. ...77 Rubine habe ich schon. Ja, bei 99 müssen wir halt definitiv einmal abgeben. Aber das geht ja wirklich einigermaßen schnell. Tja, Leute. Häcksel. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Euer Huxel. Ciao.